Einen wunderschönen guten Morgen und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich glaube, das ist das erste Talk-Video, welches wir hier nach 2 Wochen starten. Und ich bin ein wenig aufgeregt, muss ich sagen, weil jedes Mal, wenn ich sowas lange nicht gemacht habe, muss ich mich erstmal wieder überwinden. Ein Kaffeeklatsch-Video. Aber nichtsdestotrotz auch ein bisschen ein ernsteres Thema, würde ich sagen. Ich möchte nämlich mit euch heute darüber reden, was mir aufgefallen ist in den letzten 2 Wochen. Wir haben ja viele Hotels besucht und da muss ich euch sagen, also ich bin manchmal so ein bisschen entsetzt gewesen über... Entschuldigt bitte, ich stehe immer noch nicht so richtig, wie ich das gerne hätte. Ich bin manchmal ein bisschen entsetzt gewesen, wenn ich gesehen habe, wie manchmal das mit der Sauberkeit bestellt ist. Und deswegen würde ich gerne mal so ein bisschen aufwecken vielleicht für einige, die so richtig die Haare erstmal zurecht machen. Mensch, Leute, das ist aber auch graus mit den Haaren, ne? Möchte ich so ein bisschen aufwecken. Ja, falls es auch Leute gibt, die nicht so oft in Hotels gehen, die nicht so oft essen gehen und die, also ich war zuletzt im Hotel, lass mich nicht lügen, ich glaube, das ist 10 Jahre her. Und da war ich auch nicht in einem Hotel so richtig, sondern es war eher so ein Zimmer, wo man auch selber kochen kann und ähnliches. Also ja, also ich glaube, 10 Jahre müsste das her sein. Und da ist mir auch schon Ähnliches aufgefallen. Man verdrängt das ja, ne? Wenn man nicht so jeden Tag das macht und wenn man sich da nicht mit beschäftigt und wenn man vor allen Dingen nicht in Luxushotels geht. Also ich möchte ja mal sagen, es ist hier 5 Sterne und vielleicht 10 Sterne. Ich habe keine Ahnung, wie die Sterneverteilung dort ist. Es gibt ja Hotels, die sind wirklich richtig Luxus und da ist auch alles ganz sauber und alles ganz toll. Aber... mir ist eine Sache aufgefallen und ich möchte sehr bezweifeln, dass die Luxushotels das anders handhaben. Denn wollen wir ehrlich sein, im Moment ist die Lage wirklich für niemanden rosig. Wir haben auf unserem Weg, wir sind ja jetzt wirklich einmal fast quer durch die Türkei gefahren, nein, aber gefühlt, ja. Wir haben wirklich viele sehr teure Hotels gesehen, die wirklich von außen sehr teuer aussahen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie viele Sterne hatten. Die waren einfach leer. Ja, da war kein Mensch weiterhin. Die Lage ist, glaube ich, immer noch ein bisschen angespannt. Trotzdem der Tourismus auch hier in der Türkei wirklich richtig toll in Gang gekommen ist. Das sagen auch immer alle. Aber ich vermute trotzdem, dass der eine oder andere untergegangen ist im Laufe der letzten Jahre. Und ich glaube auch, dass es immer noch nicht der alte dass es immer noch nicht so ist, wie es vorher war. Also ich denke, dass immer noch nicht so voll ist. Ich erinnere mich, als wir vor 4 Jahren hier in Alanya waren, du konntest die Straßen gar nicht begehen, weil es war halt so wahnsinnig voll. Es ist voll, ja, es ist auch gut in Gang gekommen. Aber wir haben hier auch mit einigen Inhabern von Läden und so berichtet, die weiterhin sagen, nein, das ist noch nicht mal, da fehlt noch richtig viel, um den alten Tourismus wieder so zur Blüte zu bringen, wie er einmal war. Ja, es ist immer noch nicht wieder da und die leiden immer noch und sie haben immer noch nicht den Verdienst wieder, den sie vorher hatten, sind Aussagen der Leute, mit denen ich rede. Aber worauf ich jetzt zu sprechen kommen wollen würde, ist etwas, was mir aufgefallen ist und das habe ich schon öfters hier auch in den Restaurants bemerkt, schon vor ein paar Jahren, als ich hergekommen bin, ist einfach etwas, was ich richtig eklig finde. Ja? Wir haben gesehen, und ich will jetzt auch nicht sagen, welches Hotel das war und wo ich es gesehen habe oder wir es gesehen haben und es ist etwas, was eigentlich ganz logisch ist und was natürlich, man weiß es, dass das gemacht wird. Wenn ihr in Hotels geht, bekommt ihr, wenn es gute Hotels sind und wenn es ein bisschen schöner aussehen soll, in Schälchen bekommt ihr dann eure Marmelade oder ihr nehmt sie euch selber aus dem Buffet, ja, ist das in einer großen Schüssel. Ist es eigentlich nur in den günstigen Hotels so, dass ihr die Marmelade abgepackt bekommt und diese kleinen Butterdinge hatte ich euch auch mitgeflockt. Was ich aber im Übrigen zwar billig aussehend finde und auch ich finde auch die Qualität der Marmelade und der Produkte in diesen abgepackten Dingern wirklich unter aller, ne, war wirklich überhaupt nicht lecker. Aber ich finde das viel hygienischer als diese offenen Geschichten. So, was wird offen gereicht? Wenn ihr zu Mittag esst, bekommt ihr in so kleinen Schälchen Paprika. Hier in Alanya sind diese kleinen, scharfen Paprika, ganz berühmt, gibt es eigentlich zu jedem Essen. Sauer eingelegtes Turşu, also eingelegte Gurken oder so. Ihr bekommt
Soßen. Das ist ja eigentlich in jedem Restaurant so, dass du vor der eigentlichen Speise eine Vorspeise bekommst, also mit verschiedenen Soßen drin, alles in so kleinen Schüsselchen. Du bekommst beim Frühstück dann Butter in Schüsselchen oder in einem großen, auf einem großen Buffet, auf einer großen Auslage. Salate, ja, diese eingemachten Soßen, die dort liegen, zum Mittag zum Beispiel, irgendwelche Dips, ja. Und all diese Geschichten birgen eine Gefahr. Und das habe ich, oder haben meine Söhne beobachtet. Katzi steht da, ne, die will unbedingt Futter haben. Wenn das von den Tischen der Leute wieder weggebracht wird, oder wenn wir das selber wegbringen, sind immer noch Reste in diesen Schüsselchen. Entweder wurde es gar nicht angerührt von uns, oder wir haben nur so ein bisschen dran, ne, haben nur ein bisschen rausgeholt und der Rest ist noch drin. Wir haben beobachtet, dass diese Reste wieder ins Glas gekippt wurden. Marmelade, ja, wurde nicht aufgegessen, wieder rein ins große Marmeladenglas. Kriegt also der Nächste wieder, ja. Ich war da vielleicht schon drin, habe vielleicht einmal so geleckt, bin dann da wieder rein, ne? Und dann wird die Marmelade wieder ins Glas gepackt. Jetzt wird der ein oder andere, genau das gleiche ist natürlich auch mit den Dips, mit den Soßen, mit den Buffet-Dingern, die da stehen, ja. Das sind ja alles Sachen, die nimmst du dir, tust sie dir auf dein Tellerchen, selbst wenn du ein Buffet hast, meinetwegen, du hast ein großes Buffet, da ist eine große Marmeladenschüssel, du nimmst dir ein bisschen, tust es in dein Schüsselchen, nimmst es mit an den Tisch, dann bringst du dein Schüsselchen wieder zurück, die halbe Marmelade ist noch drin im Schüsselchen und diese Marmelade wird wieder in den Gesamttopf gekippt und dann kriegst du das morgen wieder zum Frühstück. Also ich fand das, wenn man das jetzt so live hört, ja, meine Söhne haben es mir erzählt, und wenn man das so live hört, ja, dass man das weiß, ja, dass das gemacht wird. Ich habe es einmal gesehen, vor 2 Jahren habe ich das selber beobachtet. Diese kleinen Paprika, die man bekommt, die sind hier in Alanya berühmt. So ganz kleine grüne Paprika kriegt man eigentlich ganz oft so zum Essen dazu. Die sind übrigens höllisch scharf. Macht nicht den Fehler, auch meine Jungs und meine Männer und mein Mann auch. Der ist sehr resistent, was scharf angeht, sind tierisch scharf. Die kriegst du auf den Tisch, ja, und der Nächste, wenn es nicht auf ist, und meistens kann man das nicht aufessen, dann wird das wieder in die Schüssel gekippt und der Nächste kriegt es wieder auf den Tisch. Heißt, ne, du isst quasi die Spucke, weil man spricht ja auch, während man am Tisch sitzt, man unterhält sich ja. Ich finde das so unhygienisch, das kann man überhaupt sich nicht vorstellen. Und ich bin gar nicht so empfindlich, ja. Wenn jetzt die ganze weltliche Lage nicht wäre, dann wäre mir das eigentlich auch gar nicht, ich würde es jetzt nicht so schlimm finden, ja. Aber mal ehrlich, also das ist doch sowas von unhygienisch. Aber das macht man halt. Aus Kostengründen, man will das Essen nicht wegschmeißen, Essen ist teuer, jeder muss aufs Geld achten, da werden solche Dinge eben wieder morgen dem nächsten Gast auf den Teller getan. Und einfach mal so ein bisschen, ich sage nicht, dass das alle machen, ja, und ich sage auch nicht, dass die Luxusrestaurants, die Luxushotels das machen. Mit Luxus meine ich jetzt vielleicht 4 Sterne, 5 Sterne. Nein, und ich denke auch, dass es viele, gerade diese hochluxuriösen Restaurants, dass es da Chefs gibt, die ganz genau darauf achten, die werden extra dafür eingestellt, sozusagen aufzupassen, dass das nicht passiert, aber, ja. Ich möchte wirklich, es ist eben so, dass die alten Zeiten vorbei sind. Wir müssen alle sparen. Ich habe gestern erst entdeckt, dass das Brot hier 1 Liter teurer geworden ist. Das ist nicht viel und das Brot an sich ist billig. Es ist aber mal etwas, was ich live miterlebt habe. Ich habe euch immer gesagt, das Brot kostet hier 4 Teller. Jetzt kostet es 5 Teller. Mal von einem Tag auf den anderen. Und so ist es ja mit ganz vielen Dingen, die jetzt teurer werden. Und ich finde das einfach trotzdem sehr, sehr unhygienisch. Ja, wenn ich weiß, dass ich meine Marmelade, dass da vorher ein anderer Gast drin war und dass die Spucke und weiß ich nicht was, vielleicht Magen-Darm hatte der und den, ne? Also das will man doch alles nicht haben, oder? Und von der ganzen gefährlichen Sache mal gar nicht zu sprechen, was ja auch vielleicht sich nicht auf Gegenständen hält. Aber trotzdem, ist doch unhygienisch, oder? Ich meine, ich will doch nicht die Spucke von dem da vorherigen mitessen. Und da war ein Kind da vielleicht mit drin in der Hand, mit der Hand und hat sich vielleicht vorher nicht die Hände richtig gewaschen, war auf Klo oder so. Man will ja, man kann es ja immer weiter spinnen, ja, den ganzen Kram. Auch ein Erwachsener wäscht sich nicht immer die Hände. Ich kenne, so viele habe ich schon in meinem Leben gesehen. Die gehen auf Toilette und waschen sich die Hände nicht, ne? Oder nicht richtig.
Also will man gar nicht drüber nachdenken, was dann in diesen ganzen, in dem Essen ist. Ja, entschuldigt bitte zum Frühstück. Ich habe euch jetzt ein bisschen wahrscheinlich angeekelt, ne? Aber ich wollte einfach mal so ein bisschen sagen, was mir aufgefallen ist und was ich wirklich bedenklich finde. Und dann finde ich es doch besser, wenn man diese abgepackten Dinge hat, abgepackte Marmelade, abgepackten Käse, abgepackten abgepackte Geschichten halt. Und lieber nicht so offene Sachen. Wir haben es zum Beispiel auch erlebt, dass wir in diesen günstigen Restaurants auch manchmal kein Buffet hatten, sondern uns wurde so ein Frühstück, wir hatten ja immer nur gebucht mit Frühstück, also kein Essen. Und dann wurde uns so ein Teller, ein fertiger Teller, wir konnten uns das Buffet, da gab es kein Buffet, dann hat es so einen Teller gehabt und da war dann der Käse drauf, Wurst drauf, Käse drauf, das war alles auf so einem Teller angerichtet und dann wurde dir das, der fertige Teller wurde dir dann dahingestellt. Und dann war da offener Käse drauf. Es war offene Wurst drauf und bei mir haben das alles die Katzen bekommen, die da überall rumkrochen. Ja, ich habe das nicht gegessen, ich habe nur das gegessen, was abgepackt war und auch da war ich skeptisch, weil als ich die Butter aufgemacht habe, sah nicht gut aus. Ja, die war in so einem kleinen Paket, aber irgendwie, also es gefiel mir alles hinten und vorne nicht. Na gut, also wir haben billig gekauft, wir haben billig, ne, alles Touché und ich sag auch nichts. Was ich nur sagen wollte ist, aufpassen, ja. Ich werde immer so als verrückt dargestellt, wenn ich in Restaurants nicht esse und wenn ich da 100-mal überlege, 100-mal vorsichtig bin. Ja, aber wenn du mal so ein bisschen drüber nachdenkst, dann ist das alles doch nicht von der Hand zu weisen, ja? Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass das Ganze, was da auf dem Buffet lag, dass das und was auf den Tellern dann der Gäste landet, dass das weggeschmissen wird. Das kriegt ihr am nächsten Tag wieder aufbereitet, ja, der Kartoffelsalat oder so eine Soße, wo ihr sagt, nee, das ist auf jeden Fall mit Mayo drin und es steht da vielleicht auch in 2 Stunden ungekühlt am Frühstück, das ist dann in den günstigen Restaurants, ist es ja auch nicht gekühlt. Ich habe schon so oft gesehen bei 3 Sternen und keine Ahnung, dass das einfach das Buffet ungekühlt steht. Ja, da ist keine Kühlung drunter, sondern die ganzen Soßen und die ganzen Dips und weiß ich nicht, was da alles steht, alles ungekühlt, 2-3 Stunden. Und ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass das alles weggeschmissen wird, sondern das wird am nächsten Tag aufbereitet, ein bisschen aufgepeppt, neue Mayonnaise rein vielleicht, ein bisschen ein paar Gewürze, dann schmeckt man das nicht. Dann habt ihr das am nächsten Tag wieder. Nein, also ein bisschen mehr Nachdenken ist schon angebracht, gerade wenn man einen empfindlichen Magen hat, wenn man sagt, okay, mir doch wurscht, wird schon nichts passieren, wenn man so lebt und im Urlaub sollte man das vielleicht auch eher machen, weil wenn man zu viel drüber nachdenkt, kannst du ja gar nichts mehr essen. Aber das mit der offenen Marmelade und so, das wird ja so oft gemacht, ja, dass ihr da so solche Teller bekommt und dann ist da offene Marmelade oder ihr holt sie euch, wie gesagt, auch aus dem Buffet, ja, auch da steht die Marmelade ja nicht in Gläsern, ja, ihr holt euch was raus, schraubt das Glas wieder zu und dann kommt der Nächste, schraubt das Glas wieder auf, holt sich was raus mit dem Löffel und schraubt es wieder zu. Und selbst dann hat man ja auch solche kleinen Schälchen, die man mit auf, an den Platz nimmt und nicht, die nicht aufgegessen werden. Ihr kennt das doch bestimmt alle, dass gerade bei den All-Inclusive-Geschichten, Hotels, dass man da so viele dass das Angebot einfach so üppig ist, dass sich viele Menschen viel zu viel auf die Teller knallen und der ganze Rest dann eigentlich wieder zurückgegeben wird. Und da glaubt ihr doch nicht im Ernst, dass alles das, was man zurückgibt, dass das alles weggeschmissen wird. Da gibt es jemanden, der sortiert das aus und dann wird es wieder in die gesamte Menge vermischt. Ja? Denn bei diesen Massen, die da auf den Tellern landen, der Menschen bei All Inclusive, da kannst du dich ja dumm und dämlich bezahlen. Nein, das kommt wieder auf die Teller. Nicht immer und auch nicht überall. Wie gesagt, ja, es ist nichts über einen Kamm zu scheren, aber es könnte. Ja? Und das ist schon, da wollte ich mal so ein bisschen Aufklärung leisten für Menschen, die da vielleicht überhaupt nicht drüber nachgedacht haben. Die denken, dass alles so astrein ist und dass das alles nie passiert, nichts. Doch, das passiert überall. Das ist nicht nur hier, das ist auf der gesamten Welt so. Ja? Menschen achten auf das Geld, Menschen geht es nicht gut, Menschen brauchen Geld und dann wird sowas gemacht. Ist so. Gut, mein Lieben, das soll es jetzt auch an ekligen Geschichten gewesen sein. Das ist etwas, was mir nochmal richtig zu denken gegeben hat und wo ich denke, nee, dann lieber billig und eklig. Die Katzen zoffen sich da hinten wieder, ne? Aber zumindest ist dann abgepackt und war, selbst wenn es auf dem Tisch eines anderen war, nicht mehr so eklig, ne? Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.